frustriert und unverrichtete Dinge wieder in ihre Heimatländer zurück. Nur auf Druck der Medien und der Polizei wurde einigen wenigen der streikenden ArbeiterInnen ein direkter Vertrag angeboten. Selbst redend gingen die KollegInnen, die zu den Streiks aufgerufen hatten und während der Verhandlungen anwesend gewesen waren, leer aus. Das Berichten über die Vorfälle war nur mit Hilfe entsprechender Rechtsabteilung möglich. Letztes Jahr im Herbst kam ich dann in Kontakt mit ArbeiterInnen hier bei Wir. Über ein auf Facebook geteiltes Handyvideo, aufgenommen hier vor dem Schlachthof. Etwa 10 Leute standen da vor den Fabriktoren und schimpften auf Rumänisch über die Arbeitsbedingungen, über die Personalvermittlung und darüber, dass sie nirgendwo Gehör finden konnten. Die Klagen waren denen von vor 6 Jahren erschreckend ähnlich. Auch hier Verträge, die so nicht rechtsgültig sein konnten. Mit Verschwiegenheitsklauseln, zahlreichen Möglichkeiten von Lohnabzügen und sehr kurzen Widerspruchsfristen. Auch hier viel zu lange Arbeitszeiten. Das normale Programm, so wurde mir berichtet, war montags bis freitags von 4 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags. Jeden Tag, jede Woche plus jeden zweiten Samstag. Die Stechuhr seit Monaten in Anführungszeichen kaputt. Bezahlt sei nach Gusto der Personalverantwortlichen worden. Fotos wurden mir gezeigt von schmutziger Arbeitskleidung und kaputten Arbeitsschutzmaterialien, wie etwa von Kettenhandschuhen, die mehr Loch als Handschuh waren. Von Arbeitsunfällen, die nicht als solche gemeldet werden durften, wurde da berichtet und auch wieder vom rauen Umgangston, von Beleidigungen und Drohungen durch Angestellte der Personalvermittlung. Außerdem von einem an Menschenhandel grenzendes System der Anwerbung neuer ArbeiterInnen. In Rumänien wurden vor allen Dingen Menschen mit Schulden, Arbeitslose, Menschen mit vielen Kindern, Menschen mit Krankheitsfällen in der Familie, kurz Menschen in finanziellen und sozialen Notlagen angeworben und an die hiesigen Firmen gegen hohe Kopfpauschalen vermittelt. Immer wieder habe ich gehört, dass ArbeiterInnen quasi von heute auf morgen von der einen in die andere Fabrik, von der einen in die andere Stadt verschoben wurden. Keine Widerrede. Immer wieder wurde auch berichtet, dass Verträge und andere wichtige Dokumente den ArbeiterInnen nicht ausgehändigt wurden, dass willkürlich Steuerklassen verändert wurden. Vom Finanzamt zwar relativ einfach anfechtbar, allerdings nur bei Kenntnis der entsprechenden AnsprechpartnerInnen und der deutschen Sprache. Ein erheblicher Stressfaktor also für die Betroffenen. Dass all dies absolut nichts mit Einzelfällen zu tun hat, beweist ein Gutachten aus dem Jahr 2020, das im Auftrag des DGB und der NGG die Arbeitsbedingungen in 30 Großbetrieben der Fleischindustrie allein in NRW und allein im Jahr 2019 untersucht hat. Ich zitiere mal. Bei 26 von den 30 Betrieben wurden zahlreiche Verstöße gegen Arbeitsschutzrecht festgestellt. Von den 4 übrigen Betrieben waren 2 bereits zuvor von der Arbeitsaufsicht intensiv kontrolliert worden. Die gerügten Mängel waren im Wesentlichen abgestellt. Bei den beiden anderen handelte es sich um Betriebe, bei denen keine Schlachtung vorgenommen wurde und bei denen fast ausschließlich mit eigenem Personal gearbeitet wurde. Was die insgesamt festgestellten 8.752 Verstöße angeht, so stand die Nichtbeachtung des Arbeitszeitrechts mit 5.863 Verstößen bei weitem im Vordergrund. Dabei wurde häufig die tägliche Höchstarbeitszeit verletzt, da die Arbeitstage bis zu 16 Stunden dauerten. Die Ruhezeit von 11 Stunden wurde in vielen Fällen nicht eingehalten. Auch wurden keine Pausen gemacht. Alle diese Verstöße ergaben sich bereits aus den handschriftlichen Auszeichnungen oder aus freiwillig erstellten Dateien. Bei einer verlässlicheren Form der Dokumentation könnte mit einer noch erheblich höheren Zahl an Verstößen gerechnet werden. In mehr als 2400 Fällen wurde die gesetzlich gebotene arbeitsmedizinische Vorsorge nicht durchgeführt. In fast 300 Fällen war der technische Arbeitsschutz zu beanstanden. Schutzeinrichtungen waren zum Teil entfernt, mit Gefahrstoffen wurde leichtsinnig umgegangen, Notausgänge waren abgeschlossen, Fluchtwege verstellt, es fehlten persönliche Schutzausrichtungen. Zitat Ende. Als juristische Laien war ich früher davon ausgegangen, solch zum Himmel schreiendes Unrecht könnte in einem Rechtsstaat, wie man in Deutschland überzeugt ist, einen zu haben, angefochten, behoben und ausgeräumt werden. Weit gefehlt. Praktisch gibt es für die Betroffenen kaum eine Handhabe, zu ihrem Recht zu kommen, geschweige denn irgendjemanden zur Verantwortung zu ziehen. Obwohl durch Medienrecherchen und Rechtsgutachten festgestellt wurde, dass durch Personalvermittlungsfirmen systematisch und massenhaft Arbeitsrecht verletzt wurde, dass Standardverträge, etwa bei der bis 2020 größten Vermittlungsfirma der DSZ, die auch hier bei Vion dabei war, Klauseln enthielten, die nicht rechtsgültig waren, konnte dagegen von ArbeitnehmerInnen nur mit einzelnen zivilrechtlichen Klagen vorgegangen werden. Äußerst schwierig, wenn Mensch kaum Deutsch spricht, mit der Behördenkultur unseres Landes nicht vertraut ist, wenig Geld hat und sehr viel arbeitet. Und außerdem beinahe wirkungslos.
Nach langen Klageverfahren wartet möglicherweise eine Entschädigungszahlung für den oder die KlägerIn. Das war's. Für die Verantwortlichen kaum ein Anreiz, irgendetwas an diesem System zu ändern. Schließlich bot und bietet ihnen dieses System billige, zu Neudeutsch flexible Arbeitskräfte, die sich nur selten überhaupt zur Wehr setzen. Und wenn doch, dann schmeißt man sie eben raus. Ein Kollege sagte mir, ein Standardspruch seines Chefs sei «Dakavrez, strada ja vostre», übersetzt «Wenn ihr wollt, die Straße gehört euch». Kündigung bedeutet im System der Wanderarbeit nämlich auch Verlust der zumeist von der Firma gestellten Unterkunft. Ein weiterer Grund, lieber den Mund zu halten. Versucht es doch mal jemand, gibt es hohe Hürden. Die Beschwerden überschneiden sich häufig in Zivil-, Arbeits- und Mietrecht. Die Polizei verweist an den Zoll, der an die Staatsanwaltschaft und so weiter. Es gibt kaum eine Möglichkeit, das perfide Zusammenspiel verschiedener Verstöße zu thematisieren. Und all das läuft seit Jahren so. Es brauchte erst einen Corona-Ausbruch bei Tönnies. Eine zurechenbare Gefahr für die biodeutsche Allgemeinheit, um das Thema wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit zu bringen. Die Gesetzesänderung, die Anfang 2021 in Kraft getreten ist, ist sicherlich eine Verbesserung. Betriebe müssen ihre ArbeiterInnen nun zumindest auf dem Papier direkt anstellen. Damit werden die Verantwortlichkeiten, nicht zuletzt die gewerkschaftlichen, zurechenbarer und die ArbeiterInnen bekommen die Möglichkeit, sich in Betriebsräten mitzuorganisieren. Das System an sich ändert sich dadurch aber wohl nicht. Ich habe bereits die ersten Berichte gehört, nach denen sich in den Fabriken kaum etwas geändert habe. Nicht zuletzt von Michaela, die hier heute eigentlich sprechen wollte, die von Vion gar nicht erst übernommen wurde. Sie hatte schließlich auch immer wieder ihre Dokumente eingefordert, mit Vorgesetzten diskutiert und war zuletzt lange krank. Die vormaligen Personalchefs wurden zum Teil mit den ArbeiterInnen gleich mit in den Konzern übernommen und führen ihr Regime weiter wie zuvor. Ein Transfervertrag von Vion, der mir letztes Jahr im Dezember gezeigt wurde, bestimmt, dass die teilweise nicht rechtsgültigen Bestimmungen des vorherigen Vertrags mit der DSZ einfach übernommen werden. Ich sage das hier alles bewusst in Formulierungen, die das Hörensagen verdeutlichen. Gerichtlich kann ich gegen all das kaum vorgehen. Die Betroffenen, die ich kenne, die mir immer wieder die gleichen Scheißverträge zeigen und immer wieder die gleichen Scheißgeschichten erzählen, können oft nicht riskieren, ihren Job zu verlieren. Vom Mindestlohn in Rumänien möchte ich nicht überleben müssen. In den Medien darüber berichten ist schwierig, weil man keine Unterlassungsklagen riskieren kann oder will. Die vormalige Praxis der Werkverträge war ein Schlupfloch, ein großes im geltenden Recht. Um Rechtsverstöße wurde sich im Vorhinein wenig interessiert. Es wurde kräftig daran verdient. Wer glaubt, dass die bloße Abschaffung dieses einen Schlupfloches die Verantwortlichen plötzlich läutert, sie zur Einsicht bringt, sie ab sofort zu respektvollem, rechtschaffenen Verhalten gegenüber unseren für sie arbeitenden MitbürgerInnen bringt, der irrt sich meiner Ansicht nach gewaltig. Solange Fleisch im Supermarkt teilweise im Kilopreis billiger zu haben ist als Brot, brauchen wir uns nicht über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, die Gräuel der Massentierhaltung und ja auch das, immer wiederkehrende Gesundheitsskandale in Verbindung mit Gammelfleisch etc. wundern. Solange niemand sie aktiv daran hindert, werden Konzerne wie Vion nicht aufhören, Profit aus diesem System zu ziehen. Mir reicht das. Ich will mir keine Berichte über einschüchternde, beleidigende, drohende Chefs, ungezahlte Löhne, verdreckte Unterkünfte mit überhöhten Mieten, Schnittwunden an den Händen, Rattenkot in der Fabrik, untätige oder nicht erreichbare Behörden, über die Kinder zu Hause und die Traumata, die auf solche Erfahrungen oft folgen, mehr anhören müssen. Ich will nicht mehr erklären müssen, wieso im tollen Deutschland, wo wir das Recht achten und immer alles ganz genau nehmen und die Würde des Menschen unantastbar ist, solche Zustände toleriert werden. Ich will keine Qualfotos aus Tiermastanlagen mehr sehen und gleichzeitig Bratwurstwerbung mit urdeutschen Familienpapas am Grill und Bilder von glücklichen Ferkelchen auf Blumenwiesen. Ich will, dass all das aufhört. Und ich denke, dafür muss sich das System der Lebensmittelproduktion an sich ändern. Ich will es so, wie es ist, nicht mehr tolerieren. Ich will darüber nicht mehr schweigen. Lasst uns offen sagen, was Sache ist. Und mehr Aufmerksamkeit für die Zustände schaffen. Lasst uns Missstände dokumentieren, wo wir können. Kontakt suchen und Kontakte vermitteln. Lasst uns solidarisch sein mit denjenigen, die hierzulande die Scheißjobs erledigen. Unbemerkt, unterbezahlt und dann oft noch aufgrund ihrer Herkunft als Sozialschmarotzer und so weiter diskreditiert. Es braucht faire Löhne in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Konzerne wie der da dürfen nicht mehr profitieren von der Ungleichheit und Armut in anderen Ländern. Es braucht echte Menschenwürde und echten Respekt gegenüber dem Leben und gegenüber der Natur. Vielen Dank.